Hallihallo, ein kurzes Zwischenvideo, ne? Die Leute, die fragen, was treibt ihr die ganze Zeit? Ihr müsst doch mal wieder ein Video machen. Das war ein paar Tage her, wo ich das letzte Video gemacht habe. Hier ein kurzer Zwischenbericht. Also wie ich das Video nenne, weiß ich nicht. Jedenfalls, was ich so zwischendurch mal so mache. Ich mache ja nicht nur Videos, ne? Ich mache das mal mit Labyrinth. Ich versuche mal meine Gedanken zu ordnen, ne? Warum die Palme, ne? Manche Sachen bringen mich auf die Palme. Ja, passt immer, ne? Manchmal bricht's Paradies aus, da passen die Palmen auch, und außerdem kann ich euch wieder mit meinen Urlaubsbildern belästigen, ne? Gut. Na, keine Urlaubsbilder. Ja. Wenn man keine Verwandtschaft da hat, ne? Wo man sagt, guck mal, ich war da im Urlaub. Müsst ihr halt dran glauben. So, also, dran glauben. Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht. So, jedenfalls, hätte ich jetzt dann gerne mal einen Text geschrieben. Ach so, lange nicht benutzt. Labyrinth Mindmaps. Ja, vier Dinge habe ich da mal erledigt. Dinge. Zwischendurch jetzt. Es kommen ja so Leute auf mich zu, die wissen ja, ach, so ein bisschen kennt er sich mit PC aus, ne? Oftmal wirst du ja belächelt, ne? Du mit deinem Ubuntu da, ich kann ja unter Windows viel mehr. Ja, aber wenn es dann haarig wird, ne, dann kommen sie ja doch, und irgendwann früher oder später kriegen wir sie, ne? Kriegen wir viermal diese Woche erst. Ne, ja, die letzten vier Tage, sagen wir mal. Die Woche ist ja erst Mittwoch, ne? Viermal schon. Gut, keiner will's eigentlich so wirklich, aber ohne Linux, ohne Ubuntu geht's gar nicht. Ne? Oder mich, oder klingt jetzt arrogant, ist auch. Gut, also vier Dinge, letzten vier Tage. Also was hatten wir zuerst, ne? Erfreulicherweise, Kollege 1, also manchmal habe ich ja noch Freunde und Kollegen, wenige, aber manchmal kommt dann einer, ne? Und sagte, kannst du mir mal Ubuntu installieren? Ja, das Ubuntu bei mir auf dem PC machen, ne? War jetzt... Das ist ja ganz ungewöhnlich. Meistens kommen die irgendwie, PC geht nicht mehr, und dann sage ich, ach, ich könnte ja auch Ubuntu, und dann, nö, können wir nicht über Windows, okay. Der kam und sagte, kannst du mir Ubuntu drauf machen? Das war jetzt mal, danke, Anke. Nein, es war nicht die Anke, es war ein männlicher Kunde. Kannst du mir? So, und das war so ein Aldi-Ding, ne? Aldi-PC, ich glaube, Akoya oder so, ich weiß gar nicht richtig, wie er geschrieben wurde. Koya, Koyota. Jedenfalls so einer, der eigentlich ein Touchscreen-Display hat. Hoffnung war natürlich den Touchscreen vielleicht, aber ging aber nicht, ne? Ging aber nicht leider. Weil das Ding war schon ein bisschen älter. Ja, also das war eigentlich der so Vorläufer des Touchscreens, sag ich jetzt mal. Eigentlich war das vor seiner Zeit. Nach genauerer Betrachtung war da, ne, nachdem ich so das Medion-Logo mal aus dem BIOS so ausgeblendet habe, nix Video, sondern zeig mir mal, wer du bist, ja? Sag mir deinen Namen und ich sage dir, wie du heißt, ne? Da war BIOS. BIOS war von 2006 und das war irgendwie nochmal 2010 überarbeitet worden, ne? Also so rund Ende 2010, September 2010 rum, war das Ding das letzte Mal angefasst worden von dem Hersteller, sag ich mal. So. Ist ja nichts Schlimmes. So. Konnte ich schon mal gucken. Ja, zum Glück kein UEFI und Secure Boot damals. Wunderbar. Touchscreen-fähig, gut. Da war, glaube ich, XP oder Win 7 standardmäßig drauf. Und es kam leider Gottes auch die Frage, kannst du ja parallel, falls, kannst du auch mal Windows 7, ja, waren die CDs dabei, mache ich, ne? Was macht man dann, ne? Gut. Erstmal, Windows 7 macht man dann, wenn, dann zuerst drauf, ne? Win 7, ne, war halt dabei, und wenn er es dann halt wieder mal Win 7 drauf und Ubuntu dann parallel, ne, das machen wir als zweites drauf. Warum machen wir als zweites drauf? Ja, machen wir es umgekehrt, kann es sein, dass Windows 7 das frisch installierte Ubuntu löscht. Ne. So hatte ich dann die Möglichkeit, die Partition, also die Festplatte sollte ich sowieso löschen, da war sowieso nur Müll drauf und Viren und alles, ne, sollte gelöscht werden. Also Partition, Festplatte in zwei Teile. Zuerst Windows 7 auf die erste Partition, Windows 7, wunderbar, damit habe ich mich dann aber nicht weiter beschäftigt, und installiere dann drauf und soll da selber mal gucken, und als zweites dann Ubuntu parallel, ne? Wunderbar, das geht dann prima. Verschiedenste Ubuntu-Versionen, Ubuntu 13.04, 13.10, wie gesagt, der Touchscreen ließ sich nicht erweichen, lag daran, dass der Treiber, es gab zwar vom Hersteller, ich glaube, das war NextWin, korrigiere mich, Win oder Win Next oder irgendwie so ähnlich hieß der.
der das Display verbrochen hatte, ne? Das Display, jetzt meine ich nicht die Grafikkarte, ne? Sondern die Touchscreen-Oberfläche. Die funktioniert wie eine Maus, Maus und USB. Ne? Das war wie so ein USB-Treiber eingebunden. Und tatsächlich hatte auch der Hersteller dieses Touchscreen-Display, Win Next oder weiß der Double wie, mag auch mehrere Hersteller gegeben haben, die dasselbe Modell befeuert haben. Ne? Aldi kauft dann immer das dazu, was gerade so günstig ist. Jedenfalls war dieser Treiber, also der Hersteller, der dann das Touchscreen-Display eingebaut hat, der hatte sich um Windows XP-Treiber gekümmert, um Windows 7-Treiber, hatte aber schon komischerweise 2008 aufgehört, Linux-Treiber zu entwickeln. Es gab zwar einen Treiber, so wie ich gesehen habe, von 2008, der auch dieses Display quasi wie eine USB-Maus an diesen Aldi-PC hätte anbinden können, aber mit einem aktuellen Linux, also die Anleitungen, die bezogen sich noch auf den Ubuntu, 2008, ne, irgendwie, was war vor? Also ich habe 9.10 habe ich mal eigentlich ernsthaft angefangen. Und war irgendwie nicht, ne? War irgendwie nicht. Damit machte auch irgendwie keinen Sinn. Habe ich gesagt, gut, ich mache weder bei Windows 7 noch bei Ubuntu dann Touchscreen-Treiber. Ich mache das Ding jetzt erstmal wieder so schnell, dass es pfiffig läuft. Ne? Man hat ja auch begrenzte Zeit, Wochenende Bums. Und noch mein Video drauf. Ne? Ich habe dann hinter Ubuntu 12.04 LTS drauf installiert. Und das lief prima. Ja, Windows 7 lief prima, Ubuntu lief alles wunderbar. Eingestellt, ne? Ubuntu aktualisiert. Und mein Video zu, wie man Ubuntu 12.04 LTS benutzt, auf dem Bildschirm. Nächsten Tag kam er wieder. Hurra, wunderbar, war begeistert. Ne? Ja, trotz nicht vorhandenen Touchscreen. Das war alles nicht mehr so wichtig. Das Ding lief wieder gescheit, ne? Sowohl als auch. Ne? Konnte sich frei entscheiden. Ich zwing ja niemand. Er wollte ja Ubuntu. Ich denke, er wird auch dabei bleiben, wenn er sich ein bisschen damit beschäftigt. Das war vier Dinge. Das war Ding Nummer eins. Ne? Also das war schon mal sehr freundlich. Ich hatte mich schon mental darauf eingestellt. Der haut mich. Ja, der haut mich, weil nichts mit Touchscreen. Ne? Gut. Das hat ihn eigentlich weniger gejuckt. Hauptsache das Ding, ne? Das ist ein Aldi-PC, wer so einen hat, das ist einer so ein, ja, der besteht fast nur aus Fernseher. Unten drunter ist ein blaues Dreieck, wo man einen ausschalten kann. Also wer so ein Ding hat, naja, gut. Jedenfalls war das Ding schon mal erledigt, ne? Gut. Erster positiver Effekt. Ding Nummer 2, wieder Kollege. Nun, dem hatte ich jetzt mal. Kollege 2, sagen wir mal, Kollege 2 kommt auf mich zu. Der hatte einen Windows 8 Rechner. Windows 8, ne? So einen wie ich habe. Nur neuer. Ich habe ja so einen Lenovo Idea Center A720, ne? Touchscreen und Ubuntu. Wunderbar. Der hat das Ding halt mit Windows 8. Was hat er drauf? UEFI. Das gleiche Ding, aber mit meinem BIOS, UEFI und Secure Boot. Hehe. Gut, ne? Ja, gut. Jetzt, damit fing der Spaß an, ne? Gut, der wollte jetzt eigentlich von mir, ne? Hilf mir mal, ich krieg von meinem Smartphone, ne? So ein Apple-Ding. Ich bin kein Apple-Fan, ne? Die Apple-Fans hauen mich gleich. Jedenfalls, was braucht der iTunes? So, ich sag, ja, da gehst du Google, iTunes, ich hab zwar so ein Ding, ich hab so ein Android, ne, oder iTunes, und dann kannst du auch mal auf deine Bilder vielleicht mal zugreifen. Bei Android geht das gleich und da brauchst du halt iTunes. Guck mal Google, iTunes installierst du und da kannst du auch deine Bilder vielleicht mal runterladen von Ding. Ne, Mist. So, nicht hauen jetzt. Jedenfalls war es so, er hat sich vergoogelt. Er war auf was aussah wie iTunes, war aber nicht iTunes. Ne? Ich stand daneben, so schnell kannst du gar nicht die Hand wegreißen vom Kerl. Jedenfalls, Bums, ne? Er wollte iTunes. Ne? Weil er halt so ein Apple-Ding hat. Ne? Apple und i hat er sich ein Ding gekauft. Apple-User hau mich gleich. Jedenfalls gut, iTunes kann ja nichts dafür. Er hat zwar letztens 24 Sicherheitslücken gehabt, die nach der Version blablabla gepatcht worden sind, aber ist nicht so schlimm, ne? Das ist ja nur gut. Jedenfalls Apple iTunes vergoogelt, dafür kann ja keiner was, da kann Apple nichts dafür und iTunes. Jedenfalls Bums hatte er, weil er das darauf installieren wollte, plötzlich auf seinem Windows 8 Malware.
irgendwie Schadware. Bums. Ne? So schnell kannst du gar nicht gucken, so schnell kannst du ihm gar nicht vor das Hirn klatschen. Malware drauf. So, jetzt, naja, ich stehe ja daneben, sehe das und sage, halt, das ist nicht so gut jetzt. Ja, was machen wir jetzt? Ne? Die Malware war schon drauf, die lud da so nach und Programme nach und der Virenscanner sagt auch schon, was das wohl sein mag. Ne? Ich sag, jetzt gehen wir mal her und holen uns eine Virenscanner-CD, zum Beispiel von Kaspersky, und booten mal von dieser Virenscanner-CD und löschen alles runter, ne? Weil besser ist das. Gut, der Virenscanner, der drauf war, hat zwar angeschlagen, aber es waren halt noch mehr Programme runtergeladen worden, ich wusste nicht wo. Und da war nicht mehr Google, die Standardsuchmaschine, aber irgendwas anderes, und das ließ sich nicht mehr zurückschalten. Gut, Malware war immer noch drauf, und trotz installierten Virenscanner und einem nicht billigen. Habe ich gesagt, ja, jetzt gehen wir mal auf Kaspersky, ne? Da gibt es dann so eine Virenscanner-CD, runterladen, wunderbar, Rettungs-CD, und alles wird gut. Ich die Rettungs-CD, ja, gut. Runtergeladen, ne? Wunderbar, vom anderen Rechner natürlich, ne? Der nicht malware infiziert war. Secure Boot, ne? Wunderbar, was passiert? Die CD rein. Auf eine CD gebrannt natürlich, ne? Wunderbar. Und ich die CD rein, wie das so üblich ist, ne? Start rein für ändern, ja, von wo willst du denn starten? Von CD, und was passiert? Gar nichts. Ließ ich nicht starten, ne? Gut, ich war mir nicht so sicher. Der Rechner, das CD-Laufwerk war wahrscheinlich noch nie benutzt, man könnte ja auch kaputt sein. Man denkt ja nicht immer gleich ans Schlimmste. Und dann habe ich da nochmal einen USB-Stick, ne? Auch nochmal einen Kaspersky drauf. Boot-Reihenfolge im BIOS geändert, Secure Boot mal ausgeschaltet, alles gemacht. Ließ sich nicht starten. Warum nicht? Ja, das basiert entweder auf FreeBSD, so eine Rettungs-CD meistens. Das könnte auch eine Avira sein, das muss ja nicht Kaspersky sein. Ja, und Secure Boot will das nicht. Nö, sagt, ist nicht. Habe ich dann erst gemerkt, nach ungefähr 10-mal Booten, dass weniger das CD-Laufwerk defekt war, noch der USB-Stick in der falschen Boot-Reihenfolge war. Es ging einfach nicht. Da habe ich mal Spaß, die original Microsoft-CD rein. Und dann die CD rein, ja, von Microsoft die CD rein und bums. Bootete sofort und das CD-Laufwerk ging. Sah vorher fast kaputt aus. Ne? Ging einfach nicht. Man hat eine vollkommen funktionsfähige CD mit FreeBSD drauf oder Linux drauf oder ein USB-Stick richtig in der Bootreihenfolge. Secure Boot sagt, Secure Boot abgeschaltet, geht immer noch nicht. Microsoft CD rein, geht. Prima. Na? Und wie mache ich jetzt einen Virencheck? Gar nicht. Ne? Gut, so, da muss ich jetzt kleben. Gut, ich bin dann auf einem Systemwiederherstellungspunkt. Es war ja jetzt eigentlich nicht so wirklich ein Virus, war ja nur Malware. Aber ja, das war mir nicht jetzt logisch, wie ich da jetzt hätte eine Virenscanner-CD einlegen sollen. Das waren so die etwas unerfreulichen Erfahrung, ne? Also Windows 8 UEFI Secure Boot verhindert das Entfernen von Viren und macht Windows unsicherer. Das ist ein Fakt. Ja. Entschuldigung, ist so. Ne? Ja. Ja, geht nicht. Gut, Kollege 2 war das, ne? Gut. Ja, das waren die unerfreulichen Erfahrungen jetzt mit. Ja, eigentlich nicht Linux. Linux kann ja nichts dafür mit Windows-Zeug. Ne? Gut. Ich habe ihm helfen können, aber nur so mit Windows-Bordmitteln. Und immer noch mit dem unguten Gefühl im Hintergrund könnte immer noch was drauf sein. Ob der Systemwiederherstellungspunkt der richtige war. Und gut, also gut. Jedenfalls der Kollege war geholfen. Ja, die Virenscanner-CD konnte ich heute nicht benutzen. Schade eigentlich. Gut. Was haben wir noch? Kollege 3. Menschen haben Kinder, der auch, leider Gottes, und Kind wollte auf Laptop neue Festplatte, Laptop. So, eigentlich wollte dieses Kind natürlich Windows, war Windows-Fan, macht ja nichts. Die Festplatte vom Laptop bei eBay gekauft, rein damit,
Windows-Installationsmedium, finden die Festplatte nicht. Bei dem Kollegen Kind, was ein Windows-Fan ist, half auch mal wieder Linux. Ne? Ja. Gut, was hat man da benutzt? Wie heißt das? Partition Magic? Partition Magic? Also es gibt eine Linux-Version. Da ist halt geparted mit dabei. Ne? Geparted. Ne? Und diese Festplatte wurde einfach nicht von Windows erkannt. Ne? Und konnte auch nicht formatiert werden. Ging nicht. Master Boot Record auf der Festplatte, die war sowas von leer. Vielleicht war die auch gebraucht gekauft. Low Level, weiß der Teufel was. Also weder MBR, Master Boot Record, noch erste Partitionstabelle, Partition Table vorhanden. Wie auch immer, es mag auch Windows-Programme geben, die das hinkriegen. Gibt ja auch sehr gute Windows-Partitionierer. Aber jedenfalls kam dann auch mal wieder ein Linux-Programm zum Einsatz. Partition Magic, also geparted. Ne? Und damit konnte ich dann die Festplatte formatieren. Dem Windows-Kind das installiert und dann war wieder gut. Also wieder mal kam was Linux-mäßiges, ne? Linux zum Einsatz. Ne? Der Kollegen hier, dem könnte ich vielleicht helfen, indem ich UEFI abschalte, Ubuntu installiere. Ja? Und dann ist die Festplatte auch wieder gängig. Ne? Und dann vielleicht ein anderes Windows installieren, das dann auf einer anderen Partition liegt. Aber nicht ein bereits gekaufter Rechner mit Windows 8. Der muss, glaube ich, schon von den Lizenzbedingungen von Microsoft so eingestellt sein, dass der UEFI und Secure Boot hat. Und sonst ist gar nichts. Ne? Gut, also Kollege 2, tut mir leid. Ne? Also ich war beschäftigt. Ne? Es war beschäftigt. Was hat man nochmal, oder mein Chef, hat man auch mal Chef, man sortiert ja auch mal Rechner aus, was macht man damit, das Ding muss gelöscht werden und soll verschenkt werden, also es gibt ja noch Kollegen, die haben gar keinen PC und wie auch immer, weg damit, ne, alter PC, fort, was machen, ne, einerseits will man es löschen, andererseits will man den nicht ganz ohne Betriebssystem, weggeben, ne? Will man nicht, alter PC, was tun? Einerseits die guten Daten, die da noch drauf sind, müssen runter. Gut, und da ist es immer schön gleichzeitig zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? Nämlich Ubuntu CD, ne? Habe ich natürlich keine Copyright-Lizenz-Problemchen. Ubuntu drauf. Das Ganze im X4-Dateisystem und formatiert und sicher und wie auch immer. Da kann man den gleich weggeben. Schön, ne? So mache ich das immer. Zwei Fliegen mit einer Klappe oder drei Fliegen eigentlich. Ne? Erstens mal habe ich ein aktuelles Betriebssystem auf dem alten PC. Meistens läuft er dann besser als mit dem alten Windows-System, das vorher drauf war. Zum Beispiel XP oder Vista oder was auch immer. Ne? Zweitens kostet es kein Geld. Ne? Kostet der Firma auch kein Geld. Ne? Mich kostet keine Nerven. Ne? Gleichzeitig formatiert man dann noch die Festplatte im ganz anderen Dateisystem. Vorher hat man meistens zwei Partitionen mit so einem Rettungssektor und hinterher hat man eine große oder je nachdem, wie man es anders aus. Ja, jedenfalls war dem Kollegen Chef dann auch geholfen. Ne? Das waren dann auch schon mal gleich mehrere PCs und da konnten wir die verschenken. Und diejenigen, die es geschenkt bekommen, die können sich dann immer noch entscheiden, ne? Ob sie Geld ausgeben für Windows oder Ubuntu drauflassen. Also das war meine Arbeitsreihe. Also den Kollegen, ne? Ja, schade eigentlich. Ja, schade. Ja, könnte ich leider nicht helfen wegen Windows 8. Ne? Windows 8 ist schuld. Verhindert aktiv die Virenentfernung durch Secure Boot. Jo, gut, also ich war beschäftigt. Ne? Vier Dinge hatte ich die Woche. Und deshalb gab es da nicht so Videos. Das Paradies bricht aus oder es bringt einen auf die Palme. Je nachdem, entscheidet selber. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss. Ich werde ja ganz rot. So ist schon besser.